Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Heute erzähle ich euch mal ganz aus meiner Sicht als Projektorin von meiner Reise auch, als ich Human Design kennenlernte, bis jetzt, was da alles passiert ist und auch mit dem Profil 2-4, weil das ja auch ganz viele von euch vielleicht haben oder eine Linie davon. Damit du mal schauen kannst, wenn du zum Beispiel ganz am Anfang stehst, was sich verändern kann, wenn du wirklich deine Energie lebst oder dein Profil jetzt annimmst und die Rolle spielst, die dir ja gegeben ist. Ich, wie gesagt, oder schon ein paar Mal gesagt, habe Human Design in Corona-Zeiten, also im Juni 2020, kennengelernt und habe da mir gedacht, ein System, das mich wieder einteilt, das mich irgendwo in schubladisiert oder in Schubladen stecken will, nein, das brauche ich nicht. Ich habe dann das gar nicht weiter verfolgt, außer dass mir damals der Coach gesagt hat, hey, du als Projektorin, 2-4, du hast 3 Kinder, hast ein eigenes Business, ein eigenes Haus, Garten und ganz viele Hobbys, lebst du noch? Weil ich weiß als Projektorin, jetzt weiß ich, dass ich viel mehr Pausen brauche, dass ich so viel weniger an Zeit wirklich leisten kann. Wenn ich leiste, dann in kurzer Zeit, sehr zielorientiert und fokussiert, auch sehr umsetzungsstark. Und ich habe das immer wieder gehört bekommen, dass ich eben sehr schnell bin, wenn ich dann anpacke und selbst auch Gefühl, dass ich sehr viele Pausen brauche. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mir diese Zeiten gegönnt. Ich habe immer schon eine Matratze im Schulzimmer gehabt als Lehrerin, habe mich hingelegt über Mittag. Und habe mich aber auch immer hinterfragt, hey, bist du gesund? Meine Mutter vor allem auch hat mich gefragt, hey, bist du gesund? Du schläfst so viel auch tagsüber. Wir haben Schilddrüsen kontrolliert, Eisengehalt im Blut, alles Mögliche. Und grundsätzlich jetzt ist es wirklich so, ich habe ganz viel schon gefühlt in mir und auch richtig gemacht, ohne dass ich Human Design kannte oder mein Typ von Human Design her. Und heute, wenn du jetzt zum Beispiel Projektorin bist, weißt du das auch und ich weiß es heute eben auch, dass ich in diesen Pausen ja auch ganz viel abfließen lassen kann, was mir nicht dient. Was ich eben aufnehme mit vielen offenen Zentren, nehmen wir Projektoren auch ganz viel Energie von außen auf und dürfen es dann auch wieder abfließen lassen. Und das passiert eben in den Pausen, die wir uns nehmen dürfen. Und ich habe dann wirklich mir das erlaubt. Es war recht schwierig am Anfang, mich wirklich immer wieder rauszunehmen, also mit 3 Kindern und eben auch Haushalt und Business, wirklich mir dann die Zeit zu nehmen, mich hinzulegen und dann auch nichts zu tun. Also weder Podcast, weder irgendein YouTube-Filme, irgendein Buch zu lesen. Nichts heißt nichts. Mich hinzulegen und ich schlafe dann am liebsten, weil dann die Erholung am größten ist. Das hat schon recht viel Überwindung gekostet und auch Dekonditionierung, weil ich habe ja anders gelernt. Wenn die Kinder in der Schule sind, kann ich machen, kann ich leisten, kann ich Business machen, kann ich auch aufräumen oder sollte ich aufräumen? Und da ist es jetzt heute so, dass ich vielmals, wenn die Kinder raus sind, mich nochmals hinlege, obwohl ich erst eine Stunde wach war. Und das hat dann wirklich Zeit gebraucht, dass ich mir diese Pausen gönnte. Und was bei uns Projektoren ja auch ist, wir haben so eine Aura, die ist zielgerichtet nach vorne, sehr fokussiert und wir können, obwohl eben mit den offenen Zentren nehmen wir sehr viel auf, aber wir nehmen vor allem da auf, wo unser Blick, unser Fokus ist. Und das zeichnet mich und uns dann wieder aus, dass wir wirklich erkennen, was ist da nötig, was braucht es da, was ist da überhaupt dran. Und das ist dann auch für mein Gegenüber, weil ich, wenn ich das einfach so äußere, und das ist mir oft passiert früher, dass ich wirklich gesagt habe, was ich sehe, was funktioniert nicht, was würde ich anders machen, meine Sichtweise kundgegeben, also gesprochen. Und ich wurde nicht verstanden, ich wurde oft verurteilt oder wendeten sich Leute ab, weil sie mich nicht verstehen konnten und vor allem auch nicht oder überfordert waren, was ich da meine. Sogar sich angegriffen fühlten. Und das ist das, was ja
die Strategie ist von uns Projektoren, und ich weiß, dass viele Projektoren mit dieser Strategie überfordert sind, auf Einladung zu warten. Also die Einladung, die kommt. Die Einladungen kommen und wir müssen dann nicht mal mehr alle Einladungen annehmen. Aber in dieser Zeit dürfen wir uns einfach zeigen. Der Projektor ist hier, um zu sein und nicht um zu tun. Also wie können wir noch mehr sein mit dem, was wir sind? Ich spreche oft, für welche Werte ich stehe, was ich lebe, wie wichtig mir die Natur ist, wie wichtig mir auch ja, die Ausgeglichenheit mit meinen Hobbys, mit meiner Familie, dass ich Zeit brauche. Ich zeige mich so, wie ich bin, damit ich eingeladen werde, zu geben. Und das ist das auch, was ich am Anfang meiner Reise überhaupt zuerst lernen durfte. Also da wirklich nicht zu geben, zu tun, zu initiieren, vorauszugehen, weil ich hatte auch sehr viel Erfolg damit. Ich hatte sehr viel auch erreicht mit diesem Vorangehen. Und gleichzeitig aber immer wieder auch sehr müde, sehr ausgebrannt, sehr energielos. Ich, auch im Sport zum Beispiel, habe ich zweimal ein recht starkes Übertraining erreicht oder in ein Übertraining gefallen, dass ich mich wirklich über Monate dann ausruhen musste. Und das waren so Zeichen, hey, ich gehe immer wieder über meine Energie drüber, ich initiiere, anstatt dass ich auf mich höre und nur eben in Projektorenergie bleibe und mich zeige, anstatt zu tun. Und wenn ich dann eingeladen werde, kann ich geben, kann ich vorausgehen, kann ich begleiten. Jetzt kann ich, wenn mich Kunden buchen, wirklich alles geben, dass ich mit ihnen das erreiche, was sie wollen. Oder die Ziele erreiche, die ich mir stecke und die mein Kunde sich steckt. Und das ist ein Riesenunterschied an Energie, die ich zur Verfügung habe, wenn ich eingeladen werde und wirklich darauf warte und erst dann wirke, als wenn ich einfach gehe und mache und tue und hasle den ganzen Tag, dann bin ich am Abend müde. Und das ist das, was wirklich die 3,5 Jahre, die ich jetzt mit Human Design gehe, wirklich verändert haben. Dass ich da ganz stark warte auf Einladungen und das ist wirklich ein Warten. Es ist oft auch ein Gefühl von nicht gebraucht werden oder ich habe es noch manchmal auch jetzt, ist es wirklich, was mache ich denn, wenn ich warte? Und das geht wirklich darum, zeig dich, was dir Freude macht, was du tust, wenn du nichts tust, also wenn du nichts bewirkst, so im Business wirklich mit Geld verdienen machst, sondern mehr, was machst du, wenn du einfach bist und du wirst eingeladen, genau deshalb. Und mit der 2-4 habe ich noch ein Profil. Die 2 ist der Höhlenmensch, die Naturtalente. Das ist so ein bisschen wie, du kennst das, wenn du eine 2 hast. Ich gehe in mein Zimmer und mache die Tür zu und will einfach Ruhe. Ich ziehe mich in meine Höhle zurück und brauche Ruhe, um meine Talente zu leben, um meine ich zum Beispiel, ich lese sehr gern, ich schreibe sehr gern und gleichzeitig ich musiziere sehr gern. Das mache ich bei mir und für mich in meinem Kämmerchen. Und es ist aber so, dass ich von außen immer wieder gesehen werde für das, was für mich so normal ist. Also ich habe ganz oft gehört, hey, du machst alles so leicht, dir fällt alles so leicht, du machst einfach und es funktioniert. Und ich glaube, ich habe das ganze Leben so erlebt, dass alles einfach funktioniert und hatte das Gefühl, das ist für alle so. Die Naturtalente, also die 2er, haben oft ein Talent, das für ihnen nicht so bewusst ist, aber genau mit dem faszinieren sie andere und sie werden beobachtet für das, für diese Gaben, die für sie normal sind. Oder eben, dass ich gern schreibe und sehr gerne, also auch wahrscheinlich eben berühre mit meinem Schreiben. Das ist auch etwas, das habe ich schon immer gehört. Ich habe immer schon gerne Briefe geschrieben, gerne Tagebuch geschrieben und das haben andere bewundert. Und wenn du auch eine 2 hast, dann schau mal, was fällt dir leicht, was hast du immer schon gern gemacht. Und das ist das, was dich die Leute von außen beobachten. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind in der Höhle, wir werden gesehen. Und mit der 4 in Kombination, die 4 ist der Netzwerker, ich gehe gerne raus, ich bin gerne unter Menschen, aber mit den richtigen Menschen. Smalltalk ist etwas, was ich gar nicht kann. Kaltakquise, ich habe lange Network Marketing gemacht, das war für mich gar nicht meins.
Und ich habe es doch gemacht auch. Es hat sich sehr schwer angefühlt, sehr viel Energie gekostet, weil mit der 4 brauchst du die warme und enge Verbindung mit Menschen, wo du geben kannst und wo du ganz viel bekommst. Also was mir zum Beispiel auch sehr neu war, dass ich das normal fand, dass ich, wenn ich mit jemandem im Zugabteil sitze, ganz oft gehört habe, hey, mit dir konnte ich jetzt einfach gerade so tiefgehend sprechen, ohne dass wir uns kannten vorher. Das ist so die Eigenschaften der 4. Wir stellen ganz schnell eine tiefe Verbindung her, bekommen auch gerade dieses Vertrauen, ohne dass wir etwas tun. Also das brauchen wir als 4er, aber wir können das auch sehr schnell herstellen mit jemandem. Und das ist ja so ein Push and Go zu der 2. Also die 2 ist Rückzug, die 4 ist Geben und Netzwerken. Und das ist das, was ich auch in meiner Gruppe, zum Beispiel Facebook-Gruppe oder jetzt auf meinem YouTube-Kanal habe. Gerne die Community, gerne die Gruppe um mich, wo ich alles teile, wo ich wirklich sehr auch in die Tiefe gehe, weil ich weiß, hey, das ist meine Community, mein Netzwerk, da kriege ich ganz viel, jetzt auch durch euer Mitschreiben und Kommentieren, um eure Impulse, und ich gebe ganz viel und ich habe das auch, ich gebe alles in mein Netzwerk rein. Und ich lade dich ein, jetzt als 2er oder 2-4er auch diesen Rückzug dir zu nehmen, gleichzeitig aber dieses Netzwerk zu pflegen, aufzubauen. Das machst du sowieso in deiner Energie, aber wir sind nicht unbedingt für alle, sondern wirklich für die, die uns wollen, die unsere Energie lieben, da geben wir das, also auch vor allem dann so viel. Und ja, ich sehe, also wenn du auch Familienmitglieder hast mit diesem Profil oder Projektoren, dann weißt du jetzt eben, wie wir ticken. Wenn du jetzt mit mir dann auch austauschen magst, schreib es unten hin in die Kommentare oder schreib mich an über meine Homepage. Wie geht es dir mit deinem Projektorendasein oder auch sonst, wenn du ein anderer Human Design Typ bist? Wie geht es dir mit der 2-4 oder mit deinem Profil, mit deiner Rolle? Du wirst hier in meinem Kanal oder in meinem Podcast wirklich immer wieder auch Menschen sehen, die über ihre Human Design Reise sprechen. Abonniere doch meinen YouTube-Kanal, dann bist du immer auf dem Laufenden. Ich freue mich, dich weiter mitzunehmen auf meine Reise. Und wenn du Lust hast, mit mir auch ein Business aufzubauen, melde dich. Da als Projektorin kann ich dir ganz viel mitgeben und fokussiert darauf zeigen, hey, wie geht's für dich? Ich sehe, was für dich funktioniert, was nicht. Ich weiß, wo du noch vielleicht optimieren kannst, wenn es bei dir nicht läuft. Melde dich bei mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!